So, das haben wir jetzt mit dem Skandinavien-Ding abgehandelt. Wie gut kennst du dich mit Vogelkunde aus? Gut, dass du nicht geschrieben hast, wie gut kennst du dich mit Vögeln aus? Ansonsten könntest du doch mal ein Video über bestimmte Waldvögel machen, beziehungsweise Greifvögel wie Mäusebussard, Eulen etc. Habe ich letzt erst einen Mäusebussard im Wald gesehen, obwohl er eigentlich auf freiem Felde jagt. Auch die hocken oft im Wald. Das gibt es gar nicht so selten. Ja, Vogelkunde, ja, Grundlagen. Mehr als jeden, den du auf der Straße fragen wirst, nicht Spezialgebiet. Da hat eine gute Freundin von mir aus dem Studium, die kennt sich da wahnsinnig gut aus mit Vögeln. Die sieht dann so einen Husch im Augenwinkel und weiß, was das gewesen ist. Da hört es bei mir auf. Ich kenne so die häufigen Arten, die kriege ich einigermaßen gut zusammen. Greifvögel habe ich jetzt keine besondere Spezialisierung zu denen. Mäusebussard kann ich auch noch erkennen, klar. Die Eulen kriege ich auch noch ganz gut auseinandergehalten. Das Problem ist, ja, na gut, ja, na doch, da könnte man schon mal was zu erzählen. Ja, doch, 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 doch. Wenn ich nachher dran denke, schreibe ich es mir auf. Das ist halt das Problem bei Themenvorschlägen, die in diesem Video jetzt kommen. Ich habe gerade nichts zum Notieren, beziehungsweise keine Lust, mir jetzt hier irgendwie eine E-Mail nach Hause zu schicken oder eine Notiz auf dem Teil hier zu machen. Ja, ich versuche dran zu denken. Rasta-Welt. Woher kommt die Motivation für deinen Kanal? Oh Gott. Ist es dein Ziel, hauptberuflicher YouTuber zu werden? Oh je, da kann ich jetzt schwafeln. Also Letzteres ganz klar nein, auf keinen Fall. Dafür wird es auch nicht reichen. Dafür ist das einfach zu speziell, was ich hier mache. Das kann ich mir hinten und vorne nicht vorstellen, dass das jemals reichen wird. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich jetzt eventuell vielleicht mit diesem Kanal theoretisch schon was verdienen könnte. Praktisch scheitert es ja daran, dass es gar keine Werbung unter meinen Videos gibt und ich das Ganze nicht monetarisiert habe. Das empfiehlt mir ja YouTube jetzt mittlerweile die ganze Zeit. Monetarisieren! Los! Jetzt! Sofort! Ja, weiß nicht. Oh, und ich sehe gerade, mein Akku ist übrigens demnächst fast leer. Sollte es tatsächlich jetzt vorkommen, dass mir sämtlicher Strom hier ausgeht, dann muss ich daheim noch ein bisschen weiter filmen. Also nur, dass ihr euch da nicht wundert, wenn irgendwo ein plötzlicher Schnitt ist und ich dann plötzlich drin sitze. Ich gucke mal, was ich da noch an anderen Akkus vielleicht noch irgendwelche Reste rauskratzen kann und so. Ja, also hauptberuflich, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Woher kommt die Motivation für deinen Kanal? Gut, ist so. Ich habe ja hier angefangen, als ich mit dem Studium quasi fertig gewesen bin. Da war ich wohl noch Student, aber es gab nicht mehr allzu viel zu tun. Das war so quasi am Auslaufen. Hab mich so, gab es so zwei Gründe. Erstens habe ich mich gefragt, ob ich denn jetzt auch was vom Wald weiß, jetzt wo ich lange studiert habe. Weil nur, dass man lange studiert hat, heißt ja nicht unbedingt, dass man dann auch wirklich Ahnung hat von dem, was man studiert hat. Das muss ja wirklich nicht zwingend sein. Und für mich, meiner Meinung nach ist es auch wirklich entscheidend, ob man jetzt gerade im Fall von Forstwissenschaften das jetzt studiert hat, damit man was studiert hat und damit man ein paar Jahre weg von der Straße ist, sozusagen. Das gibt es nämlich eben auch. Ich weiß nicht, inwiefern das in anderen Fachrichtungen auch vorkommt, bestimmt auch bei Jura und solchen Sachen, mit Sicherheit. Aber ja, kann ich nicht beurteilen. Bei Forstwissenschaften kommt das relativ häufig vor. Und nachdem ich jetzt meinen Abschluss hatte, war es für mich einfach mal wichtig, dass ich mir selber quasi beweise, nachdem ich das aus Leidenschaft gemacht habe und aus Idealismus auch und weil es mich einfach wirklich interessiert und ich den Wald einfach sehr liebe und die Natur und all sowas, wollte ich wissen, ob ich es jetzt drauf habe. Und habe mir gedacht, ja, scheiße. Und also erstens das und zweitens, wenn ich jetzt nicht regelmäßig irgendwie mein Wissen rekapituliere und anwende und das auf eine umfassende Art und Weise und jetzt nicht spezifisch auf diese eine Sache, die ich jetzt mache, um mir meine Brötchen zu verdienen, dann verlerne ich wieder vieles. Beziehungsweise ich muss mir irgendwas suchen, dass ich auch jetzt weiterhin schön weiter dazu lernen kann, weil ich habe mein Leben lang immer gerne gelernt. Ich bin immer gerne zur Uni, zur Schule, zu sonst was gegangen. Im Kindergarten nicht so. Und ja, habe mir dann wirklich gedacht, ja, da könntest du doch vielleicht unter Umständen auf so einem Wege in irgendeiner Form dich quasi selber weiterbilden. Und wenn das dann ein paar Leute interessiert, okay. Und schlimmstenfalls lernst du dabei noch ein bisschen besser frei sprechen und ja, Vorträge und ja, Dinge so in diese Richtung, so ein bisschen Skills. Das war so der Grundgedanke.
Dann habe ich mir gedacht, ja, das interessiert wahrscheinlich jetzt nicht so viele Leute und habe dann mal bei YouTube recherchiert, was gibt's denn da, wer denn sowas schon macht. Bin davon ausgegangen, dass ich jetzt einen Haufen Experten finde, die sich in den Wald hocken und den Wald erklären. Und habe dann relativ schnell allerdings festgestellt, als ich nur unentschlossen war, ob ich jetzt auf YouTube was machen will oder nicht, es gibt niemand. Es gibt keinen einzigen. Und nach wie vor, jetzt kommt die Arroganz durch, ich bin der Einzige, der hier wirklich einen waldwissenschaftlichen Walderklärkanal in einem Ausmaß betreibt, in dem ich das hier mache. Alle anderen, und das meine ich jetzt nicht als Vorwurf, überhaupt nicht, erklären mal eine Kleinigkeit zwischendurch, aber nichts in der Ausführlichkeit von mir. Und Achtung, Arroganz ein, nicht mit meinem Fachwissen, Arroganz aus. Es ist halt aber auch ungewöhnlich auf YouTube, dass jemand wirklich sein studiertes Fachgebiet hier präsentiert. Das ist, wenn ich Aufzüge bauen könnte und irgendein Ingenieur wäre, wäre das wahrscheinlich für die Allgemeinheit nicht so interessant. Und so gesehen habe ich natürlich Glück, dass ich was studiert habe, das auch viele andere Leute auf einer ein bisschen oberflächlicheren Art und Weise interessiert. Und weiterhin habe ich extrem Glück, dass ich Zuschauer habe, die das Ganze nicht nur oberflächlich, sondern sehr interessiert, weil sonst würde das alles hier auch nicht funktionieren mit meinen langen Videos und meinen vielen Abschweichungen und all den ganzen Details, die ich euch immer erzähle. An dieser Stelle vielen, vielen herzlichen Dank. Ich mache das auch wahnsinnig gerne und es macht mir enorm Spaß und bin so froh, dass das alles funktioniert. Zweite Sache, über die ich zu YouTube gekommen bin, war meine Recherche, ob es denn irgendjemand anderes gibt. Nur mal erst so aus reiner Neugier, ohne groß drüber nach, ohne wirklich schon zu wissen, dass ich das selber auch mal machen möchte. Der sowas macht, da habe ich auch den Saki entdeckt und habe mir gedacht, boah, das ist ja cool. Und also das waren die ersten Tourenvideos, die ich von ihm entdeckt habe. Und dann, das wird er auch nie sehen, was ich jetzt sage, aber ich möchte es trotzdem erwähnen, dass ich das nicht böse meine. Beziehungsweise damals noch ein bisschen anders getickt habe, vielleicht auch. Wenn man nicht selber Videos macht, ist man schnell mit Kritik bei der Hand und ich habe sein Birkensaft-Zapfen-Video gesehen und da waren halt ein paar Sachen nicht ganz korrekt aus baumbotanischer Sicht und beziehungsweise zu oberflächlich und da habe ich mir gedacht, oh, das stimmt doch alles jetzt, also das kann man doch so nicht sagen, das musst du, mach mal selber, mach das besser, das kriegst du doch besser hin, da kennst du dich doch besser aus. Und die Wildschwein-Trilogie, das war so meine erste Idee, die ich hatte, was man denn überhaupt an Themen denn da mal so bringen könnte und so, weil ich hatte auch auf YouTube rumrecherchiert und habe nirgendwo wirklich verlässliche Aussagen zur Gefahr von Wildschweinen gefunden. Habe mir das dann also selber zusammen recherchiert und von dem, was ich halt wildbiologisch wusste und so weiter und so fort, die wesentlichen Dinge zusammengetragen. Es gab viele Leute, die einiges wussten. Aber es gab halt jetzt kein so krasses Video, das das alles ausführlich erklärt. Beispielsweise auf Sakis Homepage, die Tipps, die es da gibt zum Verhalten gegenüber Wildschweinen, die sind auch super. Nur mal noch so ein zweites Beispiel zu nennen. Also das war so das andere, das kriegst du auch hin, beziehungsweise das kannst du besser. Mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass ich es nicht besser kann, dass ich es auch hinkriege. Ich glaube, darauf können wir uns mittlerweile einigen. Und das ist aber wirklich überhaupt keine Kritik am Saki, ja? Also ich finde beim Saki ja wirklich krass, was der alles weiß, in Anbetracht dessen, dass der beruflich was ganz anderes macht. Und da, das Internet vergisst nichts, man kann das nämlich googeln, lieber Saki, was du beruflich bist. Und damit meine ich nicht deine Kochausbildung, die du irgendwann mal gemacht hast, was du zugibst, sondern das, was du aktuell noch bist. ja, ich glaube, das soll an dieser Stelle erstmal genügen. Interessante Frage, sehr interessante Frage. Ozeanriese, was glaubst du persönlich, wie die Zukunft der Wälder Deutschlands werden wird? Werden die Wälder wachsen oder schrumpfen? Man berücksichtige Faktoren wie die immer weiter steigende Hitze, erhöhte Waldbrandgefahr etc. Ja, das ist halt eben, das weiß keiner. Da kann ich nur meine persönliche Meinung abgeben. Eine wirkliche Fachaussage kann man dazu ganz, 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 ganz schwierig machen. Da ich aber mich damit halt eben auch fachlich auseinandersetze, tue ich mich schwer mit reiner Spekulation. Aktuell steigt die Waldfläche eher, als dass sie abnimmt und wir haben aktuell steigende Zuwächse durch die Verlängerung der Vegetationsperiode klimawandelbedingt und
Also so zumindest der Stand der Wissenschaft. Ich weiß, es gibt hier Verschwörungstheoretiker, die da anderer Meinung sind, aber Stand der Wissenschaft ist durch den Klimawandel, Vegetationsperiodenverlängerung, gleichzeitig Düngung des Waldbodens mit erhöhtem Stickstoff aus unter anderem der Landwirtschaft und aus Einträgen durch Autofahren und Großindustrie werden die Boden immer nährstoffreicher, oft auch zu nährstoffreich. Das spielt eine Rolle, dass das Waldwachstum weiter ansteigt. Es gibt kaum noch schlechte Ausgangsbedingungen zum Wachsen. Kritisch ist die Trockenheit. Die ist tatsächlich so das kritische Ding. Denn auch die höheren CO2-Konzentrationen in der Luft ist ja für den Wald erstmal so gesehen gut, weil Pflanzen brauchen ja CO2 zum Wachsen. Wenn es davon mehr gibt, wachsen die besser, sofern sie von den ganzen anderen Wachstumsfaktoren genug haben. Also netto, aktuell wächst mehr Biomasse dazu, zumindest bei uns, als wir verlieren. Aber es ist halt die Frage, wenn wir jetzt jeden Sommer so ein Jahr wie 2015 haben, dann sieht die Sache ganz, 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 ganz anders aus. Dann wird die Sache schon kritisch werden und dann könnte es auch sein, dass uns irgendwann mal die nicht so vitalen Waldbestände oder bestimmte Baumarten zumindest ausfallen werden und wir nur noch mit trockenheitsangepassten Baumarten arbeiten können. Deshalb übrigens auch die Douglasie, die wird als, ja, für so ein Szenario bereits prädestinierte Baumart angesehen und deshalb eben ein bisschen vermehrt angebaut, damit man auf sowas schon vorbereitet ist. Weil wenn es in 100 Jahren trocken ist, damit in 100 Jahren noch Bäume stehen, müssen wir jetzt schon die richtigen Bäume pflanzen. Das ist halt schwierig im Wald, durch diese enorm langfristige Planung, die bei langfristigen Zyklen des Pflanzenlebens eben nun mal notwendig ist. Auf dem Maisfeld ist sowas einfacher, da kannst du von Jahr zu Jahr eine neue Maispflanze hinstellen. Nicht nur von Jahr zu Jahr, da kannst du ja mehrere Anbauten pro Jahr theoretisch, praktisch, ich kenne mich da nicht aus, vielleicht auch machen. Ja, ich mache da aber auch mal nochmal ein separates Video. Waldflächenentwicklung, historisch, heute, morgen möglicherweise. So, konnte ich mir gut vorstellen, dass ich da mal sowas mache in die Richtung. Wildkatze, will wissen, warst du schon einmal im Harz? Ehrlich gesagt, nee. War ich noch nie. Hat sich nicht ergeben. Möchte ich aber auf jeden Fall noch hin. Vor allem so die Region um den Brocken. Und der Brocken selber fasziniert mich, weil ich ein Freund von starkem Wind bin. Und auf dem Brocken gibt es den ja doch relativ häufig. Ich mag Wind irgendwie. Kein besonderer Grund. Mir gefällt das. Stehe da gern drin. Daniel James. Frage. Was hast du für Erfahrungen mit Loden als Outdoor-Stoff für Jacken? Ich selbst trage Loden und bin begeistert. Liebe Grüße, Dan. Wenig. Hab ja, als ich mit dem ganzen Outdoor-Kram angefangen habe, gleich mal in die Hightech-Kiste gegriffen und alles erstmal mit Hightech-Ausrüstung gelernt und komme jetzt langsam zurück zu einfacheren Dingen wie eben so einem Bundeswehr-Rucksack. Manches habe ich noch nie in Hightech gehabt, wie zum Beispiel jetzt diese selbst aufblasenden Isomatten und so ein Zeug. Ist sicher toll, aber habe ich einfach nicht das Bedürfnis, brauche ich nicht unbedingt. Da tut es mir so eine einfache Isomatte auch. Und bei den meisten Dingen, je älter ich werde, älter in Anführungszeichen, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber trotzdem, desto weniger Hightech werde ich. Deshalb sind Lodenklamotten für mich extrem interessant und das werde ich mir auch garantiert mal zulegen. Sobald mir das nächste Kleidungsstück, das nicht Loden ist, kaputt geht und ich eine Alternative brauche, dann Loden. Ich habe das noch nicht groß selber ausprobiert. Ich weiß, ich war aber mal mit einem Kollegen, Försterkollegen unterwegs und der hat... Da hinten waren seltsame Dinge gerade passiert im Wald. Kann ich nicht ganz zuordnen. Egal. Der hatte jedenfalls eine Lodenjacke. Und wir standen im Regen. Und am Ende des Tages sind wir dann nochmal in eine Hütte. Also so eine Forst-Waldarbeiterhütte. Und da haben wir dann mal eben auch entsprechend die Jacke ausgezogen. Und ich bin davon ausgegangen, der muss jetzt nass sein. Weil ich war, ja, nicht direkt nass. Aber es war grenzwertig. Es wurde Zeit, dass man wieder ins Trockene gekommen ist. Und nix. Gar nichts. Und ich bin davon ausgegangen, dass gerade eben solche Nicht-Membran-Klamotten zwar eine Weile lang das Wasser abhalten, aber dass die das so lange können, wie wir da im Regen gestanden sind, da war ich überrascht. Also echt sehr positiv. Also, was ich bisher gesehen habe, hat mich überzeugt, dass ich sowas unbedingt haben möchte. Ich gucke jetzt mal, was ich aus dem Akku hier noch rauskriege, weil der da segnet wirklich gleich das Zeitliche, obwohl so lange noch nicht blinkt. Na, labern noch ein bisschen weiter. Martin Kamphausen. Willst du nicht mal ein Google Hangout oder sonstiges Livestream aus dem Wald machen?
Wann ist die Übernachtung? Ja, okay, machen wir das erstmal. Nee, aus technischen Gründen. Ich habe nicht schnell genuges Internet im Wald. LTE gibt es hier auch nicht. Habe ich außerdem das entsprechende Handy-Hardware-Zeug nicht und so weiter und so fort. Das ist mir zu aufwendig vom Technischen her. Da gibt es auch noch übrigens jetzt diverse Kommentare drunter, wo sie dann diskutieren, inwiefern sowas dann technisch doch noch möglich wäre und so weiter. Das lasse ich jetzt mal weg. Das finde ich gerade nicht so spannend. Also das ist schön, dass ihr das diskutiert, habe ich auch überhaupt nichts dagegen, aber für mich kein Thema, überhaupt nicht. Wann ist die Übernachtung nun im Ländenschutz und dem 12er Opinel geplant? habe ich das mal gesagt, dass ich das mal mache? Also man könnte sich unter Umständen auf eine Übernachtung nur mit 12er Opinel und vielleicht noch eine Baumarktplane und vielleicht noch eine Rettungsdecke, vielleicht noch eine Tasse, das mache ich mal, ja, ja. Also so irgendwas mit ganz wenig Ausrüstung, also so 5 Gegenstände oder irgendwie sowas, das mache ich mal, aber natürlich im Sommer dann, also so krass bin ich jetzt auch nicht drauf, dass ich das unbedingt im Winter haben muss. Habe ich da eigentlich jetzt noch einen Akku oder nicht? Verflixt nochmal. Oh, hey, da ist noch einer. Hey, ich habe einen Akku gefunden. Ja, cool. Ja, dann Akku wechseln. Jetzt habe ich kurz in der Akkuwechselpause noch schnell einen Ticken weitergelesen. Deshalb bin ich gerade etwas amüsiert. Wann hast du zuletzt Ronja Räubertochter geschaut? Boah, das dürfte so irgendwas 3 Jahre her sein oder was. Also schon einigermaßen regelmäßig tatsächlich. War mit meiner damaligen Freundin, die mochte auch sowas. Und das nächste ist noch schlimmer. Und zähl doch mal ganz spontan 5 Käfer und Pilzsorten auf Deutsch und einem Akademiker würdig. Bitte auch den dazu passenden lateinischen korrekten Fachtermini. Oh Mann, das ist Absicht. Pilz und Käfer, gell? Ja, das ist Absicht. Ipstyphographus, das ist der Borkenkäfer. Und ganz ehrlich, andere Käfer auf Latein kriege ich nicht zusammen. Ich kann schon noch mehr Käfer, da wäre die Insekten. Schlupfwespe ist interessant. Dann, was haben wir denn noch? Den Mistkäfer, den kennt ja jeder. Der ist von daher interessant, weil er so viel Krach im Laub macht. Ich muss das mal kurz weglegen und mal kurz anders hinhocken. Das gibt zwar auch eine Denkpause, aber mir tut leicht langsam der Arsch weh. Ja, was haben wir denn da noch? Meine Güte. Ach komm, wir haben jetzt keine Lust. Scheiße, erwischt. Ja, nee, also ich tue mich mit Käfern wirklich schwer. Ich kenne mich da nicht großartig aus. Die muss ich echt nachlesen. Ich weiß da kaum was drüber. Die Ökologie von den Viechern und so weiter, was für Lebenstypen es da gibt, was für Strategien zum Überleben es da gibt, welche verschiedenen wenn ich Strategien sage, die großen sind die K- und die R-Strategie. Der eine betreibt für weniger Nachkommen viel Aufwand, die dann vergleichsweise lange leben, und der andere produziert einfach unglaublich viele einzeln schwache Nachkommen, aber die Menge macht's. Das wäre zum Beispiel sowas, was so ökologische Strategien sind, die man besonders bei Käfern ganz interessant beobachten kann. Auch bei Spinnen natürlich. Ich kann auch viel zur Funktionsweise, der physiologischen Funktionsweise von den Viechern sagen, mit dem Exoskelett und der Tracheenatmung. Solche Sachen halt eben. Auch ich weiß auch noch, was ein Abdomen ist und solche Dinge. Also so die Strukturierung des Körpers von denen. Aber ich kenne mich ganz wenig mit der einzelnen Artenkenntnis aus. Da habe ich wirklich wenig. Das gebe ich ja zu. Und das habe ich ja schon immer gesagt. Fragt mich irgendwas, aber nicht Käfer und nicht Pilze. Und bei Pilzen, ja, ein Zunderschwamm, Birkenpurling kenne ich jetzt auch. Habe ich Glück gehabt, dass gerade der gefragt wurde eben. Ein Champignon erkenne ich noch, ein Hallimasch haben wir. Dann haben wir die ganzen Schneeschimmel, die sind interessant. Die kann ich aber auch alle nicht auf Latein. Zunderschwamm habe ich gerade gesagt. Dann die Rotfäule bei der Fichte, wobei das verschiedene Pilze sind, die da möglicherweise in Frage kommen können. Das ist halt auch irgendwas, was ein forstlich gesehen großer Schädling ist und da echt eine Rolle spielt. Das Eschentriebsterben, da ist auch in irgendeiner Form ein Pilz involviert. All sowas, das sind schon wichtige Sachen. Und die Pilze sind, kann ich auch wieder die Rolle der Pilze im Ökosystem und sowas kann ich auch erklären, und was ein Pilz ist und wie ein Pilz aufgebaut ist und all solche Sachen. Mit der Vermehrung der Pilze
Liste kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Das ist saumäßig kompliziert, was die da alles für irgendwelche Askospuren und Askomyzeten und all solche schönen Begriffe es da gibt. Ja, erwischt. Aber das habe ich ja schon mehrfach verraten, dass das eben meine Schwachpunkte sind. Grober Zusammenhang und wie die ins Ökosystem gehören, weiß ich jeweils Arten. Parasol kenne ich auch noch an Pilzen. Den mag ich auch ganz gerne. Also halbwegs gerne. Ich esse insgesamt nicht so gerne Pilze, aber wenn, dann den. Oh, das war böse. Ja, das war eben das mit dem Livestream hier. Und jetzt kommt Marc Schmidt. Inwieweit beeinflusst die Düngung der Landwirtschaft den Wald? Kommt drauf an, ob die Landwirtschaft über dem Wald ist, dann treibt der Dünger nämlich durch den Boden runter in den Waldboden. Und dann haben wir da auch definitiv einen erhöhten Düngereintrag. Ansonsten, die Düngung der Landwirtschaft ist einer der Faktoren, die dazu führen, dass wir den ganzen Planeten mit düngen. Also so gesehen, das ist auf jeden Fall ein Einflussfaktor. Auch interessant ist, wenn Flächen, die mal Acker waren, die mal intensiv gedüngt wurden, wieder bewalden. Dass man also einen Acker quasi zurückfallen lässt und da sich auch vielleicht auf natürliche Weise, vielleicht durch Anpflanzung, wieder einen Wald entwickeln lässt, dann hat dieser Wald lange Zeit von der Düngung tatsächlich noch was und wächst besonders gut, weil besonders gute Nährstoffverfügbarkeit. Aber ansonsten ist es jetzt eher mehr so ein über fünf Ecken ein Einfluss. Also wenn du auf dein Feld Dünger kippst, ist das dem Wald, der weit paar Meter weiter steht, also was heißt paar Meter, sagen wir mal ein paar hundert Meter weiter steht, das ist relativ Wurst. Wie gesagt, außer Gefälle, dass dann quasi alles, was in den Boden vom Feld reingespült wird, durch den Wald auch durchfließt in Richtung zum nächsten Einschnitt im Gelände, wo dann üblicherweise ein Bach zu finden wäre, in solchen Fällen. Mehr weiß ich dazu nicht, weil das dann schon in die Fachrichtung Landwirtschaft ein bisschen reinreicht und ich bin kein Agrarwissenschaftler. Da weiß ich nur so ein paar ganz kleine Grundlagen und nicht genug, um es hier breit zu treten auf jeden Fall. Aber wie gesagt, eben insgesamt ist der Düngereintrag in den Wald stark angestiegen durch auch Landwirtschaft und auch größtenteils aus der Luft, wegen Industrie und Kfz, Verbrennungsmotor insgesamt. Ja. Lukas Patschke, hast du Kind? soweit ich weiß nicht. Wir Männer können das ja nie so genau wissen, sobald wir irgendwelche Ex-Freundinnen haben, ne? Nee, wird mich überraschen, sagen wir es mal so. Und wie kann man dir was schicken? Hast du ein Postfach oder so? Wie für das Dynema-Video? Postfach habe ich keins. Ich habe eine ganz normale Adresse, wo ich dann auch entsprechend wohne. Scheinbar kann man die googeln, wie wir gerade erfahren haben. Das ist ja großartig. Ich bin begeistert. Ich frage, ob das noch die aktuelle ist. Ja, wahrscheinlich schon. Ich hatte auch während meines Studiums meistens die gleiche Adresse da angegeben. Das ist alles so ein bisschen... frag mich einfach. Schreib mal eine Nachricht oder sowas, dann teile ich es dir mit. Ja gut, irgendwann schreibe ich das auch mal dazu. Früher oder später traue ich mich das mal. Bisher, weiß ich nicht, fühle ich mich irgendwie unwohl, wenn ich das öffentlich ist. Wäre im Prinzip egal, man kann es wie gesagt ergoogeln. Mein voller Name steht dabei, in der Kanalbeschreibung und so weiter und so fort. Und ja, das kann man schon einfach, kann man rausfinden. Das ist mal klar, dass das geht. Der Gulli Olm weist auch darauf hin, schreibt ihm eine PM, dann gibt er meist auch noch seine Postanschrift raus. Ja, tut er. Da hat er keine großen Probleme. Sobald er mit demjenigen, der die haben will, die Anschrift mal ein bisschen gesprochen hat, dann ist es schon nicht mehr ganz so unpersönlich und dann ist das bisschen Hemmung, was ich da habe, auch schon beseitigt. Gunde Kottenrot will wissen, beziehungsweise schreibt, hallo Ben, die Hubschrauber stören eher nicht. Das ist gut zu wissen. Und dein Gelaber ist einfach lustig, auch wenn du uns nicht mit Waldwissen abfüllst. Das hoffe ich schwer, weil sonst werdet ihr dieses Video nicht mehr überleben. Oder seid schon tot. Wahrscheinlich liegt ihr schon alle irgendwo verwesen vorm Rechner.
Wäre gut, wenn ihr euch von euren verwesenden Körper noch in den Wald schleppt, dann wird er zu Humus und dann haben alle was von. So, er kaut. Er kaut? Okay. Wie sieht die rechtliche Situation bei der Kienspanbeschaffung aus? Der Wald ja gehört ja jemandem und Kienspan ist ja abhängig vom Betrachter nicht so wertlos wie ein einfaches Stück Totholz. Also Diebstahl oder nicht? Gibt es dabei einen Unterschied zwischen Privatwald oder Landeswäldern? Noch gibt es da keine wirtschaftlichen Verwendungszweck für Kienspan. Das zählt, glaube ich, wirklich nicht als knappes Gut, in Anführungszeichen. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das als Dienst... Ja, das ist schwierig. Da gibt es einfach noch keine Rechtsprechung zu. Da müsste mal irgendein Präzedenzfallurteil zu her, damit man da wirklich jetzt mit Sicherheit irgendwas zu sagen könnte. Kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer es vermissen wird, wenn du dem seinen Kienspan aus dem Wald klaust, in Anführungszeichen. Die allergrößte Mehrheit der Waldbesitzer wird bestenfalls wissen, was das ist. Kaum einer wird da irgendeine Form Interesse dran haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist bloß eine rein subjektive Wahrnehmung von mir. Das muss nicht unbedingt stimmen. Dazu gibt es keine verwertbaren Zahlen, wie gerade gesagt. Arthur MC, welches Videoschnittprogramm verwendest du, beziehungsweise welche Software du für die Einblendung benutzt? Ich bin ja ein Jünger des Steve. Ja, ich bin ein schlechter Mensch, ich weiß, aber ich komme gut zurecht mit Apple-Produkten. Dementsprechend habe ich einen Mac und dementsprechend sehe ich nicht ein, weshalb ich mir ein anderes Schnittprogramm als iMovie zulegen soll, weil das kostet nichts, beziehungsweise ist beim Kaufpreis des Mac mit inbegriffen, der ja hoch genug ist. Und dementsprechend nehme ich iMovie für das bisschen, was ich an Special Effects in Anführungszeichen, also nur Schrifttexteinblendungen im Prinzip mache, da reicht das vollkommen aus. Und dann hat der André Brückner drunter geschrieben, und vor allem, wie bekommt man diese schaukelnden und immer wieder verschwindenden Lautschriften hin? Daran ist YouTube schuld. Die haben mich noch ziemlich lange immer gefragt, ihr Video ist möglicherweise verwackelt, sollen wir es verbessern? Und da habe ich halt immer als naives Ben gedacht, ja! Und dann dauert das eine Weile und dann wurde das Video verbessert. Das Blöde ist, ich habe mir meine Videos, nachdem ich sie einmal gedreht habe, nie nochmal angeguckt und habe dann erst sehr spät rausgefunden, dass dieses Verbessern, was YouTube dann da gemacht hat, dazu geführt hat, dass sämtliche meiner Texteinblendungen oder ähnliches machen. Ist mir sehr spät aufgefallen. Das sollte in den halbwegs aktuellen Videos eigentlich nicht mehr vorkommen. Weil ich mittlerweile die Frage, sollen wir dein Video verbessern, ignoriere. Böses YouTube. Böse. Na gut, die Verwackler von der Kamera her sind ja schon wirklich dann weniger dadurch. Die wackeln quasi durch die Wackler, die sie im Video einbauen, gleichen sie die Wackler, die ich dann bei Freihandfilmen und solchen Späßen eingebaut habe, wieder aus. Nochmal Wildkatze. Meine Frage, bist du als Kind schon mal in die Brennnesseln gefallen? Also ich habe da schlimme Erfahrungen mitgemacht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da mal so richtig schlimm reingefallen bin. Ich war immer schon vorsichtig. Ich bin insgesamt grundsätzlich ein mich eher vorsichtig fortbewegender Mensch. Hab's nicht gern, wenn es so wahnsinnig schnell geht und so richtig, richtig, richtig krass Action und so weiter und so fort. Brauche ich nicht so und deshalb kann ich mich nicht erinnern, dass ich mal so richtig krass in die Brennnesseln gefallen bin. Nee. Mir hat das bisschen, was ich da mal reingelangt habe, als ich klein war, auch schon gereicht. Also ich war kein Kind, das dreimal auf die heiße Herdplatte langt. Sowas nicht. Ja. Upu Auta. Wenn man die Möglichkeit hätte, ein Messer selbst zu schmieden, was für eine Form und eine Art von Messer zu Verzweifelzwecken würdest du empfehlen? Also ich bin ja wirklich kein Messerexperte. Ich weiß nur, dass ich mit einem Scandi-Schliff nicht besonders gut klarkomme. Also dieser nur kurz vor der Schneide quasi keilförmig zulaufenden Klinge. Das kann man mögen. Ich persönlich finde das nicht so toll.
Und ich mag bei einem Messer ehrlich gesagt wirklich eine relativ simple Klinge, die keine besonderen Besonderheiten aufweist. Je simpler, desto besser. Also so gesehen von der Klingenform, vom Scandi-Schniff mal abgesehen, wie so ein Mora-Messer. Oder halt eben wie so eine Opinel-Klinge. Das ist mir eigentlich ganz, ganz lieb. Dass die hier so einen Bowie-Schliff hat, quasi, dass die Spitze nochmal ein Stückchen nach hinten gezogen ist, so andeutungsweise. Ich habe das hier ein kleines bisschen weggeschniffen. Das ist bei meinem Messer schon gar nicht mehr so deutlich. Finde ich jetzt auch nicht so gut. Mir wäre es lieber, wenn das eine Drop-Point-Klingenform wäre. Also eine Drop-Point-Klinge im Flachschliff ist so das, was ich am sinnvollsten finde. Das ist universell einsetzbar und Universalität ist meines Wissens für sämtliche Outdoor- und Survival-Vorhaben immer so das Allerbeste, was man bei einem sowieso schon so universellen Messer, Werkzeug wie einem Messer haben kann. Ja, also mit wie vielen Jahren hast du mit Survival oder Trekking angefangen? Das hatten wir ja, habe ich schon mal irgendwo erwähnt gehabt. Also mit 15 war meine erste Trekkingtour, die war aber auch schon, also das sollte ich vielleicht noch mal hinzusagen, also das war wirklich schon lange. Das waren glaube ich 16 Tage oder was und mit einmal zwischendurch neue Lebensmittel tanken. Aber sonst alles aus dem Rucksack. Und in nicht mal im Zelt, sondern im Tarp. In Schweden im Tarp. War gut, dass das ein harter Einstieg war. Alles andere war dann im Vergleich dazu dann schon gar nicht mehr so schlimm. Also gleich mal inklusive 3 Tage richtig krassem Regenwetter, inklusive einer Flussdurchquerung, wie uns das Wasser bis zur Unterhose ging. Man konnte also quasi die ganze Hose ausziehen und hatte echt Angst, dass man in diesem Fluss weggerissen wird. Das war alles super, super, super spannend und das mit Jugendlichen. Puh, wenn da was passiert wäre, die entsprechenden Betreuer, die da mit waren, die hätten sowas von aufs Maul bekommen. Hoi, aber es war toll. Doch, also was das angeht, so vom Outdoor-Skills lernen und Ähnlichem war das optimal. Und zum Survival habe ich mich zum ersten Mal auseinandergesetzt. Da werde ich sowas um die 14 geben. Das war kurz vorher. Das hat mich dann quasi die Auseinandersetzung mit Survival hat dann dazu geführt, dass ich mich auch weiter mit dem Trekking auseinandergesetzt habe. Und das war, als mal Rüdiger Neberg bei uns in der Stadthalle gewesen ist. Der war auf Deutschland-Tournee oder keine Ahnung was und hat da seinen großartigen Survival-Vortrag gehalten. Ich glaube, das ist der erste, den er auch gehalten hat. Der hat ja eine verschiedene Vortragsreihen im Laufe seiner Vortragskarriere gehabt und das war so großartig, mit seinem schwarzen Humor und diese krassen Ideen, die der hatte. Und das war erstens mal war der Mann lustig, beeindruckend und das wollte ich auch. Also der hat mich völlig erwischt. Ich war begeistert von ihm. Ich bin nach wie vor übrigens begeistert von ihm. Bin ein großer Fan von Survival. Würde fast schon meinen Hut lüpfen, aber dazu kommt es jetzt doch nicht. Doch. Ja. Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Schön, mir ist nämlich wirklich kalt. Nochmal Ozeanriese. In welcher Jahreszeit, Monat gehst du am liebsten in den Wald? Im Herbst, ganz klar. Herbst, toll, mit den bunten Blättern und so. Jetzt fliegt mir hier schon das Ding weg, aber das brauche ich jetzt nicht mehr. Yay! Nee, auf jeden Fall. Also da ist relativ... Jetzt kicke ich noch mein... Es wird Zeit. Da ist definitiv mir am liebsten. Außerdem gibt es Eicheln, gibt es Bucheckern. Dieses Jahr, also letztes Jahr nicht, aber dieses Jahr hoffentlich wieder. Und natürlich Maroni. Das ist einfach super, wenn man da quasi in den Wald dann diese leckeren Teile einsammelt. Ich finde, die hält richtig, richtig, richtig gerne. Und die kann man sich ja auch schnell mal einfach ein paar grillen. Fast jeder Waldspaziergang, den ich im Herbst, wenn es Maroni gibt, mache, läuft darauf hinaus, dass ich mir dann irgendwo noch ein ganz kleines Feuerchen zurecht schüre oder eben in der Buschbox und mir da ein paar Maroni reinschmeiße. So einfach als kleiner Snack für zwischendurch, gar nicht so sehr zum satt werden. Und ja, das war dann ein besonders schöner Waldaufenthalt, wenn man da noch ein paar Maroni grillen kann. Deshalb, Herbst ist halt am schönsten. Im Sommer gibt es ja auch ein paar Sächelchen, die man essen kann. Im Frühling gibt es so ein paar erste Triebe, die man theoretisch essen kann. Aber so Grünzeug, das esse ich mal hin und wieder, um zu testen, ob man es auch wirklich essen kann. Und Bärlauch, ja, da kann man auch mal ein Blatt futtern. Aber so lecker finde ich den jetzt auch wieder nicht im rohen Zustand. Als Pesto ist er gut. Aber jetzt so einfach vom Boden, nom. Nicht so meins, deshalb, ja. Wenn im Winter richtig Schnee liegt, dann bin ich auch gerne im Winter so richtig gerne draußen. Ich bin voll gerne im Schnee. Seht ihr welchen? Ich auch nicht.
Deshalb Herbst. So. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gelabert habe. Ich habe keine Uhr dabei, ich weiß warum. Und, na scheiße, ich habe doch eine Uhr dabei. Gucken wir mal. Es ist 16:30. Ah! Ich bin gefühlt um 21:15 los. Ich habe heute Nachmittag frei. Soll hier reichen. Habt ihr euch das jetzt allen Ernstes wirklich alles reingezogen? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber naja, irgendwer wird hier wahrscheinlich schon noch zugucken. Aber krass, 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 krass. Sowas mache ich nie wieder. Macht's gut. Tschüss.